Servus, grüß euch, hässlichst willkommen zu einer spontanen neuen Videoausgabe von Humaldo Rockt. Ja, diesmal habe ich wieder meinen Stargast dabei, den Gary, der unterstützt mich heute moralisch, weil diese ganze Folge heute wird ein bisschen schwierig werden. Sorry, dass das schon wieder ein Kanal-Update-Video ist. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, dass ich nicht mehr so viel über meinen Kanal berichte, sondern mehr über interessante Themen rede. Aber die YouTube-Österreich-Szene, da geht gerade eine disruptive Meldung durch und um die soll es heute gehen. Ich betreibe YouTube ja rein als Hobby zur Selbstverwirklichung, als Liebhaberei sozusagen. Sagen und da ist eigentlich kein kommerzieller Hintergedanke oder gewerbliche Tätigkeit dahinter. Ich mache das wirklich ohne irgendwie Geld zu nehmen und das Maximalste, was da irgendwie außer springt, sind ab und zu mal freie Eintritte auf Konzerte und ein paar Freibier, aber sonst ist eigentlich da kein Geld im Umlauf. Deswegen habe ich bis jetzt auch eigentlich geglaubt, dass ich relativ sicher bin mit dem Ganzen, weil wo kein Geld fließt, wo kein kommerzieller Gedanke im Hintergrund irgendwie ist oder so, habe ich mir gedacht, da bin ich eigentlich sicher. Aber anscheinend ist die ganze Sachlage da nicht ganz so leicht, weil es gibt da nämlich dieses audiovisuelle Mediendienstegesetz, das existiert schon seit 2001, also schon seit 17 Jahren und die aktuelle Fassung ist von 2014, also auch schon wieder 4 Jahre alt. Nur ist halt dieses Gesetz für YouTuber quasi nicht existent gewesen, weil es ist nicht durchgezogen worden und es hat auch niemanden gegeben, der es irgendwie vollstreckt und durchzieht. Bis vor kurzem, weil es gibt ja diese österreichische Regulierung, Behörde, die sogenannte Com Austria, die gibt es auch schon seit 2001, also auch schon ein Zeitl. Nur die sind jetzt erst in den letzten 2 Jahren so richtig in die Offensive gegangen und wollen jetzt natürlich auch die YouTube-Kanäle eigentlich regulieren, genauso wie es eigentlich schon seit mindestens 4 Jahren im Gesetz steht. Jetzt wollen sie das auch durchziehen. Ich würde jetzt nicht gegen die Gesetzesprechung bitchen oder irgendwie die Com Austria blamen, aber der Gary anscheinend, der schleicht sich gerade. Tschüss Gary. Mir als relativ aktiven YouTuber mit mehreren Kanälen betrifft die ganze Geschichte jetzt aber leider, weil ich einen sogenannten Mediendienst auf Abruf betreibe, indem ich meine YouTube-Kanäle da habe und regelmäßig Videos hochlade. Laut dem Gesetz gibt es eigentlich kaum Unterschiede zwischen einem Fernsehsender, einem gewerblich agierenden Mediendienst und einem YouTuber, so wie mir. Und das ist natürlich jetzt schon recht happig. Ich möchte mal ganz kurz auf die 5 Punkte eingehen, die einen YouTube-Kanal zu einem Mediendienst auf Abruf machen. Nämlich einmal, es muss eine Dienstleistung vorhanden sein und das ist der Knackpunkt, auf den komme ich dann später wieder zurück. Es muss redaktionelle Verantwortung gegeben sein. Ich denke, das trifft auch zu, weil, ja, ich denke mal ein bisschen was bei meinen Videos. Das sind nicht einfach nur aus der Luft gezogene Momentaufnahmen aus meinem Leben, sondern ich habe da schon einen Gedanken, ein bisschen ein Konzept dahinter. Das heißt, es ist ganz klar eine redaktionelle Verantwortung und eine redaktionelle Leistung dabei. Es muss ein eigenständig nutzbares Videoangebot geben. Gibt es auch. Auf meinem Kanal gibt es hunderte Videos, die kann sich jeder anschauen, wann er will. Das Ganze muss fernsehähnlich sein, also quasi, es muss Formaten ähneln, die es schon im klassischen Fernsehen gibt, also eine ganz altmodische Sichtweise der Gesetzgebung da. Ist, denke ich, bei meinem ganzen Format da auch der Fall. Irgendwo findet man den ganzen Schaß sicher irgendwo im Fernsehen oder theoretisch konnte man meine Videos auch im Fernsehen zeigen und wahrscheinlich würde sich keiner denken, oh mein Gott, was ist denn das für eine revolutionäre Neuheit, ne? Denkt sich keiner. Und es muss fünftens an die Öffentlichkeit gerichtet sein, das heißt, die Videos müssen quasi theoretisch für jeden verfügbar und auch interessant sein, so wie ich es zumindest verstanden. Der Knackpunkt von dem Ganzen ist jetzt natürlich die Dienstleistung in Verbindung mit der sogenannten kommerziellen Kommunikation. Und diese kommerzielle Kommunikation, die ist ganz schwierig, weil eigentlich fällt unter die alles drunter, was irgendwie kommerzielle Produkte betrifft. Theoretisch ist sogar, dass da hinten mein Nintendo-Zeichen leuchtet, ist wahrscheinlich sogar schon kommerzielle Kommunikation. Oder wenn ich ein Bier, dessen Markennamen ich jetzt in Zukunft nicht mehr sagen werde, vor der Sendung oder vor der Kamera da irgendwie herumhantiere, dann ist das auch schon wieder kommerzielle Kommunikation. Wenn ich über einen geilen Film, ein Videospiel oder was auch immer rede oder eine CD, bleiben wir gleich mal im Themenbereich, wenn ich über ein Album einer geilen Metal-Band, die aber bei einem Label ist, das kommerziell agiert, dann ist es auch schon wieder kommerzielle Kommunikation. Wenn ich über ein Festival berichte, das Eintritt verlangt und alles, ist es auch kommerzielle Kommunikation. Und das Ganze macht jetzt eigentlich jedes Video, das auch nur ansatzweise in diese Richtung geht,
zu einer Dienstleistung. Und dieses Gesetz, dieses audiovisuelle Mediendienstegesetz, das entworfen worden ist mit Fernsehsender und Medienproduktionsagenturen und bla 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 im Hinterkopf, greift da jetzt voll. Das heißt, es ist nicht wirklich angepasst für mich als freiwilligen YouTuber, aber natürlich, ich lebe in Österreich, deswegen muss ich eigentlich auch die österreichischen, Gesetze befolgen. Das heißt, ich muss mich der Gesetzgebung beugen und deswegen mein Kanal dort eigentlich bewerten lassen, dieser Com Austria. Und die Frage ist, es könnte sein, dass Sie meine Kanäle bewerten als, das ist alles ein Lärcherschaß, da passiert nichts Wichtiges, der macht kein Geld damit, der redet nur zu seinen knapp 100 bis 200 Zuschauer, die er so im Schnitt hat, laut den Views natürlich. Da ist eigentlich, das ist nicht relevant, da müssen wir eigentlich nichts machen, der kann weitermachen wie bisher. Es kann natürlich aber auch sein, dass ich laut Gesetz komplett in diesen Mediendienst auf Abruf reinfalle und mich richtig dort registrieren muss, dann bin ich quasi gleichgestellt mit anderen Fernsehsendern und so weiter und muss ein Gewerbe anmelden für 0 Euro Umsatz und so und für Sozialversicherung und alles Mögliche. Ich meine, es gibt ein paar Nachlässe, das heißt, ich werde wahrscheinlich dann keine vollen Gebühren zahlen müssen, aber es ist trotzdem ziemlich viel Verwaltungsaufwand. Das heißt einmal, wer sich selbstständig gemacht hat, weiß, was da dahinter hängt, also Behördengänge, bla, jährliche Berichte und so weiter. Das wäre alles sehr lästig und ich habe ehrlich gesagt schon überlegt, ob ich mit dem ganzen YouTube-Scheißdreck da einfach aufhöre, was aber heißen würde, dass ich meine ganzen alten Videos löschen muss, weil ich habe meine Videos ja in einem Zeitraum produziert, wo dieses Gesetz schon gültig war. Das heißt, alle meine Videos, die da reinfallen, die alten, würden mich zu einem Mediendienst auf Abruf machen und auch wenn ich mich nicht registriert würde und meine Videos online lasse, dann... Das heißt, wenn ich wirklich unter dieses Kriterium falle, bleibt mir nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich höre auf mit dem ganzen Scheiß, lösche alle meine Videos oder ich nehme die Herausforderung an, mache mich selbstständig für 0 Euro Umsatz und 3 Freibier und freien Eintritt auf ein Konzert im Escape oder wo auch immer. Ich möchte eigentlich nicht aufhören mit dem ganzen Scheiß. Mir taugt YouTube, mir taugt Videos machen und es füllt schon seit mehreren Jahren einen großen Teil von meiner Freizeit aus und jetzt einfach aufhören, das will ich eigentlich nicht. Eigentlich wollte ich jetzt im September mit einer neuen Serie anfangen. Ich habe schon ein bisschen wo geteasert und in einem Printmagazin, einem österreichischen Printmagazin im sehr praktischen Format, wird es demnächst sogar einen kleinen Artikel dazu geben. Nur mit diesen ganzen Änderungen jetzt weiß ich nicht, ob ich das jetzt zeitgerecht eigentlich schaffe, weil diese ganze Beschäftigung mit dem Thema Com Austria Regulierung, bla, Anmelden, Selbstständigkeit, das füllt gerade wirklich, wirklich viel Zeit von meiner Freizeit aus und eigentlich, ich habe nur einen bestimmten Anteil zur Verfügung, deswegen weiß ich gar nicht, ob ich zum Video machen komme. Das heißt, da seid ihr mir jetzt nicht besser und jetzt vielleicht die nächsten Wochen, Monate jetzt nicht so viele Videos kommen, aber ich muss mich jetzt mal mit der ganzen Situation arrangieren und schauen, wie es weitergeht. Wenn euch diese ganze Geschichte, diese ganze YouTube-Geschichte, diese ganze Mediendienste-Regulierungsgeschichte interessiert, dann kann ich euch meinen Blogartikel empfehlen. Ich habe ja einen privaten Blog schon seit fast 20 Jahren bald, die Hume-Page, und da schreibe ich gerade einen Artikel und da fasse ich gerade alle meine Erkenntnisse zusammen und da werde ich ja meine weiteren Erkenntnisse weiterhin mitteilen, vielleicht einmal in ein paar neuen Artikeln und schaut auf Twitter vorbei, da bin ich jetzt doch wieder ein bisschen aktiver, weil ich diese Situation da gerade dokumentiere und behandle. Das heißt, wenn ihr irgendwann einmal gar nichts mehr von meinem Kanal hört, dann dort findet ihr die Infos, was jetzt eigentlich wirklich los ist und was passiert ist. Und das war es auch eigentlich schon wieder für heute, das wollte ich euch mitteilen. Aber ich habe trotzdem ein bisschen was Neues für euch. Ich habe mir gedacht, ich mache jetzt in jedem Video zum Schluss eine kleine Videoempfehlung, wo ich auf ein cooles Video, das auf YouTube gerade so herumfleucht, verweise. Das ist jetzt völlig unabhängig, ob das österreichischen Underground-Zusammenhang hat oder nicht. Heute verweise ich auf ein Video vom Stevie T. Jeder YouTuber-Metaller kennt den Typen. Der hat gerade vor kurzem ein Video ausgebracht, das heißt Metallica Butchers a Prince a Cover. Da haben Metallica, unser aller liebste Metal-Band, haben da in einer aktuellen Tour, glaube ich, war es, immer wieder Lieder gecovert, unter anderem eines von Prince. Und da komme ich gerade drauf, es hat doch ein bisschen Underground-Vibe, das Ganze. Danke fürs Vorbeischauen und bis hoffentlich zum nächsten Mal. Metal, Alter!